Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video soll es darum gehen, dass es nicht von Vorteil ist, anderen die Schuld zu geben, die Schuld bei anderen zu suchen, wenn einen irgendwo irgendwie schwerwiegende traumatische Erlebnisse eingeholt haben, die man erlebt hat oder diesbezüglich Umstände in der Kindheit, die einen dazu geführt haben, suchtkrank zu werden, übergewichtig, untergewichtig zu werden oder man in einer toxischen Beziehung steckt oder steckte, dass es nicht förderlich ist, die Schuld bei jemand anderem zu suchen und dass Eigenverantwortung ganz, ganz wichtig ist und zu wissen, dass man dementsprechend ja einen riesengroßen Anteil daran hat, wie man sich fühlt. Okay? Darum soll es in diesem Video gehen und das werde ich offen und ehrlich äußern. So. Ja, es ist natürlich so, dass Umstände dich in deiner Kindheit, wo du schwerwiegende Gewalt erlebt hast, missbraucht wurdest oder Gewalt hast miterleben müssen, die Familienmitglieder betroffen haben und dich hilflos gefühlt haben lassen. Und all das dazu geführt hat, dass du psychische Verhaltensauffälligkeiten, Süchte oder ja, Essstörungen entwickelt hast, ist es nicht förderlich, sich mit dieser Schuld anzulasten, die andere betrifft und sie den anderen zuzuweisen. Ich werde darauf jetzt gleich noch genauer eingehen, weil all das, was passiert, sei es auch emotionaler Missbrauch von Seiten der Eltern oder körperlicher Missbrauch oder körperliche Misshandlung, was da auch immer passiert, was auch immer die Umstände sind, warum deine Eltern so agiert haben, aus eigenen Unzulänglichkeiten, aus eigenen ja, Erfahrungen und Prägungen, weil sie psychisch selber nicht intakt sind. Es hat immer seinen Grund, es hat immer Gründe. Ne? Dies zu verstehen und dies zu hinterfragen, kann einem natürlich auch helfen, das alles besser zu verarbeiten, eine andere Sicht darauf zu bekommen, anstatt diese Menschen zu hassen oder ihnen auf immer und ewig für alles die Schuld zu geben. Weil dann bleibst du Opfer dieser Umstände und bleibst ein Opfer dieser Menschen und ein Opfer deiner hervorgerufenen Emotionen und Gedanken und Erinnerungen mit den bezüglichen Ereignissen und vor allen Dingen mit diesen traumatischen Emotionen, die sich bei dir da abgespeichert haben, die du nicht fühlen willst. Also, immer nur den anderen die Schuld zu geben, auch wenn sie diesbezüglich die Schuld hatten, dass du in diesem Zustand bist, weil dir sowas angetan wurde und das auch schrecklich war und auch schrecklich anzunehmen ist, ja. Aber immer nur diese Menschen dafür zu verachten, zu hassen, mit Angst und Scham auf dieses Ereignis oder Erlebnisse zurückzudenken oder an diese Menschen zurückzudenken, lässt dich einfach nur passiv sein, verängstigt sein, minderwertig sein und lässt dich einfach nicht dein ganzes Potenzial ausschöpfen und lässt dich nicht die beste Version von dir selbst werden. Du wirst im Leben halt immer Dinge missbräuchlich nutzen, um deine Gefühle nicht wahrnehmen zu wollen, um diese Ereignisse nicht hervorrufen zu wollen. Du wirst Angst vor deinen Gedanken haben, Angst vor Träumen, die dich daran erinnern, Angst vor ja, vor Ereignissen, die das hervortriggern können. Du hast Angst davor, retraumatisiert zu werden. Du bist immer nur im Widerstand und verdrängst diese Dinge. Und ich muss dir sagen, dass das nicht der richtige Ansatz ist, einfach halt dies zu fürchten und die Gefühle zu fürchten, die aufkommen, die Ereignisse, die Erlebnisse. Es ist nicht der richtige Ansatz und auch nicht, die Menschen zu hassen und die Menschen zu verteufeln und ihnen die Schuld zu geben, weil dann gibst du ihnen die Kraft, über dein Denken, über dein Handeln, über dein Leben, weil sie das dann einfach mitbestimmen, weil du einfach nicht aus dir herauskommen kannst, dich im Leben dann nicht mehr zurechtfindest, weil du Angst hast vor bestimmten Gefühlen und Ereignissen, nicht über dich hinauswachsen kannst und in deiner Komfortzone bleibst und diesbezüglich dann halt auch immer zurückgeworfen wirst, wenn diese Dinge aufkommen, diese Gefühle aufkommen, gewisse Erinnerungen aufkommen und du dann halt einfach, ja, nicht mehr so überlebensfähig bist, wie du es eigentlich sein könntest. Und dann haben diese Menschen immer noch die Macht über dich und das passiert, indem du ihnen die Schuld gibst, indem du ihnen die Schuld auferlegst, auch wenn sie dazu geführt haben,
deren Verhalten und diese Dinge, die sie dir angetan haben, dass du das alles jetzt erlebst und dass du das alles jetzt hervorrufst. Aber jetzt bist du jemand, der diese Eigenverantwortung tragen kann. Genauso, wenn du in einer toxischen Beziehung steckst, in einem toxischen Verhältnis mit anderen Menschen, diese Menschen, die Unrecht tun, diese Menschen, die dich emotional irgendwo missbrauchen, in dem Fall manipulieren, sei es in einer, wie gesagt, Liebesbeziehung, freundschaftlichen Beziehung. Dich trifft die Schuld, du hast die Schuld, denn du lässt das mit dir machen, du bist eigenverantwortlich für dein Leben, du lässt das über dich ergehen und du lässt einfach zu, dass dieser Mensch die Macht über dich hat. Und das macht natürlich was mit deinem Leben, mit dir, mit deinem Selbstwert, mit deiner Psyche, dass das all diese Dinge hervorrufen kann, wie Depression und Panikattacken und. Und wenn du dafür anfällig bist, dass erst recht wieder aufkommt in dir drin, ja, aber wenn du diesen Menschen einfach noch die Macht gibst, wenn du bei diesen Menschen bleibst und wenn du anfängst, dir das schön zu reden, und das passiert dann auch meistens, um sich selber zu schützen, um die Wahrheit nicht anzunehmen, um in einer Scheinwelt zu leben, um sein eigenes Überleben zu sichern, dann hat es meistens immer noch den Sinn, dass du irgendwo irgendwie abhängig von diesen Menschen bist, von deren Meinung, sie irgendwie was haben, was dir wichtig ist, was dir Kraft gibt, was dir irgendwie irgendwo suggeriert, dein Leben zu sichern, sei es in einer Liebesbeziehung, Intimität oder andere finanzielle Aspekte, sei es in einer Freundschaft, irgendwelche Dinge, die dich dann weiterbringen, die dafür sorgen, dass du ja dich sicher fühlst, Anerkennung bekommst, dass du das über dich ergehen lässt. Aber all das sollte es nicht wert sein, auch diese für dich positiven Dinge, die dir helfen, die dir das Gefühl geben, dein Überleben zu sichern, dass du dir all die anderen Dinge anlastest und dich dementsprechend so behandeln lässt, manipulieren lässt, emotional missbrauchen lässt. Ich habe da irgendwie gehört, weil es ist jetzt ein YouTube-Streit ausgebrochen, dass eine YouTuberin meinte, dass die YouTuberin, die ihr gewisse Dinge angetan hat, ja, die Schuldige ist, sie emotional missbraucht hat und es immer nur einen Schuldigen dabei gibt und es gibt keinen anderen, der dabei die Schuld trägt, nur die Person, die anderen emotional missbraucht, ist schuld. Nein, finde ich nicht. Ab einem gewissen Alter stimmt das nicht. In der Jugend, in der Kindheit, wenn das dir passiert und ein Elternteil sowas macht oder du dementsprechend noch nicht die geistige Reife hast, aber irgendwann musst du eigenverantwortlich handeln, dann trifft dich auch eine Schuld, wenn du dich emotional missbrauchen lässt, manipulieren lässt oder schlagen lässt und all das auf dich nimmst. Aus den vorhin genannten Gründen, dann kannst du nicht immer nur die Schuld bei anderen suchen, musst halt auch wissen, dass du eigenverantwortlich dafür bist. Und einen Cut setzen, den Menschen aus deinem Leben verbannen, egal wie schwerwiegend und schwierig das für dich ist, weil du das Gefühl hast, dich aufzulösen, nicht mehr zu überleben, weil du so abhängig bist mit diesen Menschen, in einer emotionalen Abhängigkeit geraten bist und gefühlt dein Überleben davon abhängt, weil dein Körper sich das so gemerkt hat, du kein Selbstwertgefühl hast, dann musst du dadurch, weil all das andere dich immer auf Dauer mürbe machen wird und nicht gesund für deine Psyche und für deinen Körper ist, wenn du das so nicht mehr erträgst, musst du einen Schlussstrich ziehen und mit aller Konsequenz, wenn es sein muss, halt auch gerichtlich dagegen vorgehen oder zur Polizei gehen. Es gibt immer Möglichkeiten, ne, dahingehend sich dafür stark zu machen und einzusetzen. Auf jeden Fall diese Dinge in der eigenen Hand zu haben, die man verändern kann. Die Sicht der Dinge, wie man diese Ereignisse bewertet, die passiert sind, wie man den Umgang pflegt mit den Leuten, die so etwas machen, am besten natürlich gar keinen Umgang mehr pflegen und den Kontakt abbrechen, zur Polizei zu gehen, richterlich dagegen vorzugehen, diese Person zu meiden, dass man diesen Anspruch hat, diese Dinge zu tun. Alles andere kann man natürlich nicht beeinflussen, wie sich die Person verhält, was die Person macht, aber wie man damit umgeht und auch dieses Selbstverständnis zu haben, Grenzen zu setzen und von dieser Person abzulassen. Und in den meisten Fällen hilft das dann auch. Es gibt natürlich auch immer noch Ausnahmefälle, wo die Menschen weitermachen, stalken und ja, einen damit mürbe machen. Das ist natürlich extremst und das wünsche ich auch niemandem und das ist natürlich auch fatal, obwohl man Grenzen setzt, obwohl man klar macht, was Sache ist. Ja, okay, in diesen Ausnahmefällen ist es was anderes, aber du solltest klar Stellung beziehen und sagen, so mit mir nichts und alles Mögliche in Bewegung und Hebeln in Bewegung setzen, um von dieser Person loszukommen. Weil du hast die Eigenverantwortung. Du bewertest die Dinge, die passieren. Wie siehst du diese Dinge an? Was für einen Wert haben sie für dich? Welche Emotionen rufen sie hervor? Wie gehst du mit den Emotionen vor? Wie bist du im Austausch mit dir selbst? Schaffst du es, Akzeptanz
und Frieden zu schließen? Schaffst du es loszulassen? Schaffst du all diese negativen Gefühle loszuwerden, Trauma aufzuheben und davon loszukommen? Das liegt in deiner Hand und dann hast du irgendwann diese Eigenverantwortlichkeit. Und das sagt jemand wie ich, der selber sehr von Traumata eingenommen ist, der das selber spürt und fühlt und weiß, dass sich das oft so anfühlt, ja, es geht doch gar nicht, es klappt doch gar nicht, es bleibt an mir haften, egal was ich tue, sage, denke und weiß, ach, ich habe da so vieles versucht. Ich weiß genau, wie das ist. Ich bin der Letzte, der sich dessen nicht bewusst ist, schon alleine nicht nur wegen der emotionalen Intelligenz und dieser Hochsensibilität, sondern weil ich selber betroffen bin. Also versteht mich da bloß niemals falsch, denn gerade ich weiß, wovon ich da rede. Ich weiß, was das mit einem macht und wie sehr das dich und dein Leben bestimmt und zu deiner Persönlichkeit geworden ist. Aber da gibt es mit dem Mut und mit dem Wissen vor allen Dingen und mit der Geduld den Weg daraus, den Widerstand loszulassen und zu wissen, dass das viele, viele Jahre braucht, aber dass es definitiv möglich ist, davon loszulassen und sich dahingehend neu zu konditionieren, auch wenn es mit sehr, sehr viel Arbeit und Mut und Intelligenz verbunden ist und dass dahingehend nicht alle schaffen werden, das aufzulösen. Viele finden nur einen Weg, damit besser umzugehen und meistens geschieht das, indem man Dinge verdrängt, nicht mal wahrhaben möchte und sich nicht triggern lassen möchte. Und diesbezüglich kannst du aber nicht auf Dauer Frieden schließen. Und das ist dann sehr tückisch und dann kommt es immer wieder mal zurück und meistens mit einer absoluten Urgewalt, weil diese Zustände einen immer noch Angst machen. Was will ich damit sagen? Gib nicht anderen die Schuld, auch wenn sie die Schuld tragen. Du solltest dich in diese Eigenverantwortlichkeit nehmen und Eigenverantwortung übernehmen, auch wenn es mit viel Schmerz verbunden ist. Denn du hast dein eigenes Leben selbst in der Hand. Und du kannst so viel mehr, du kannst neue Überlebensstrategien entwickeln, du kannst Dinge anders bewerten, mit dem nötigen Zutrauen und mit dem Selbstbewusstsein und vor allen Dingen die Geduld. Du solltest verstehen, dass ganz, ganz viele Momente aufkommen, wo du die Nerven verlierst, wo du den Glauben verlierst, wo du immer wieder scheiterst, obwohl du so viel weißt, obwohl du so viel versuchst. Aber gerade dann ist es wichtig, immer wieder weiter anzusetzen, weiterzumachen, an sich zu glauben, immer wieder diesen Schritt zu gehen und immer weiter sich die Zeit zu geben, bis der Körper sich darauf einstellt und die das Nervensystem, die ganzen Zellen und das Gehirn und du kannst nur auf der Siegerstraße sein, wenn du nicht die Geduld verlierst. Das ist mit viel, viel Geduld und Mut verbunden, das Ganze, ja? Okay? Fang an dich zu glauben, fang an, anderen nicht mehr die Schuld zu geben oder diese negativen Gefühle und Ereignisse dir aufzuladen und Angst davor zu haben. Das werden nur die allerwenigsten schaffen und sich dessen bewusst werden und sich trauen, aber es wird sich lohnen, wenn man bereit ist, diesen Weg zu gehen, der mit vielen Höhen und Tiefen und viel Schmerz verbunden ist. Aber was ist denn die Alternative? Immer wieder Schmerz zu empfinden, gehandicapt zu bleiben, sein Leben nicht so leben zu können, wie man will, daran zugrunde zu gehen, praktisch nur zu überleben, anstatt zu leben oder halt eine gewisse Zeit diese Schmerzen auf sich zu nehmen, dieses Schwerwiegende, was man ja so oder so immer wieder erlebt, in einem Ausmaß, das einem nicht gut tut, das für eine gewisse Zeit auf sich zu nehmen und vielleicht für eine Zeit auch ein bisschen schlimmer werden zu lassen, weil man nicht mehr verdrängt, weil man sich damit auseinandersetzt, weil man sich dessen bewusst ist, das dann in Kauf zu nehmen und dann irgendwann loszuwerden oder damit besser, viel besser umzugehen, ist das nicht besser, als sein Leben lang davon begleitet zu sein und diese Zustände so oder so zu erleben, auch wenn man mal zwischendurch längere Pausen hat? Weißt du doch eh, dass dich das wieder einholt, dieses Gefühlschaos, diese Traumata und du dann vor allen Dingen nicht nur das erlebst, sondern auch in deinem Leben nicht da stehst, wo du stehen möchtest, sondern einfach gebremst und gehandicapt bist aufgrund dessen. Also, was ich damit sagen will, ist es nicht besser, diesen Schmerz auf sich zu nehmen, den Schmerz zu wühlen, auch wenn es dann erstmal schlimmer wird und du weißt, du wirst es loswerden oder damit einen viel besseren Umgang haben als zu verdrängen, immer wieder Schmerz dann zu empfinden und übermannt zu werden, überholt, überrollt zu werden von diesen Gefühlen und dich in deinem Leben wirklich nicht da zu befinden, wo du eigentlich hingehörst und die Dinge zu machen, die du eigentlich machen möchtest und die du verdienst zu erleben. Ich hoffe, es war klar und es war verständlich. Also gebe nicht den anderen Menschen die Schuld. Denn du hast eine Eigenverantwortlichkeit. Und wenn du das weißt, sollte es keine Bürde sein, sondern sollte es zeigen, hey, ich habe das in meiner Hand, ich kann das beeinflussen, ich habe die Kontrolle, ich habe die Kraft, ich habe die Power. Mann, ich bin mein eigener Herr oder meine eigene Herrin. Keiner hat eine Entscheidungsgewalt über mich und das ist ein geiles, mächtiges Gefühl. So solltet ihr das sehen, okay?